Na gut, dann machen wir mal hier den Sattel. Ich habe jetzt natürlich wieder zu spät auf Aufnahme gedrückt, aber wir sind eigentlich nur hier reingelaufen. Und haben die Aufnahme. Und haben die Aufnahme beendet. Ja, nee. Und haben die Aufnahme gestartet. Haben nur Sattel ausgewählt. Ach, und die Pfeile haben wir aufgenommen. Das habe ich vergessen. Das tut mir sorry. Alter, könnte mal einer von euch bitte hier reinkommen und mir helfen? Das wäre super. Das dauert hier so ewig lange. Sehr schön, vielen Dank. Und als nächstes wollte ich, ach genau, ich gucke jetzt mal schnell oben. Ist hier irgendwie was dazugekommen? Nein. Okay, nach oben scheinen die auch nicht zu gehen. Dann brüten wir das hier noch schnell aus, gucken, was da drin ist. Oh Mann, warum habe ich so geile Viecher zurzeit? Ist ja mal übel gut. Technologie, kann ich das schon herstellen? Scheint nicht so. Ich gucke nochmal ganz kurz genau durch. Nee, scheint nicht so. Was ist das? Ach ja, nee. Kann ich damit nicht fliegen? Damit nur gleiten. Okay. Kann ich mit dem Vogel wirklich nur gleiten? Ich hab eigentlich gehofft, dass das ein Reittier ist. Um ihn zu rufen und als Gleiter zu nutzen. Beim Gleiten bleibt eine Hand zum Schießen frei. Okay, gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Wir nehmen das auf. So, einmal hier. Okay. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. So, hier habe ich noch eine Kiste. Manchmal werde ich gefragt, ob ich zu viel Seil habe, zu viel Holz habe. Ganz kurz, aber wenn ich so viel Holz habe. Den hier habe ich doch nur drin, weil er Holzfäller 2 hat. Dann tue ich doch lieber hier einen Handwerker rein. Das würde ja mehr Sinn ergeben. Dann kann der handwerken halt. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? 300, das reicht. So. Also, ich hätte hier oben gerne die Baupläne, die Munition, Schießpulver. Ja gut, das reicht eigentlich. Heilung noch. Und den Pelz. Und die Seelen. Sehr schön. So, dann gucke ich einmal öffnen. Einmal alles rüber. Hier hätte ich vor allem gerne die Dinge. Wolle. Knochen. Die Bruchstinger. Das Erz. Bären. Der Saft kann auch hier bleiben. Und das. Sehr schön. Habe ich hier noch eine Kiste? Eine außerhalb. Die ist aber uninteressant erstmal. Und hier hätte ich gerne einmal alles rüber. Holz, Stein,
Wolle und das und das. Ja, und die zwei können da eigentlich auch rein. Aber die kann ich auch drinnen lagern. Wolle ist oben. Leder habe ich gar nicht. Okay. Warte mal. Genau, das habe ich aber auf jeden Fall hier. Okay. Ach, ich habe hier die Wolle, keine Leder. Okay. Dann baue ich mir... Baue ich noch eine Truhe. Truhe ist ja gleich fertig. Ist ja kein Ding. Und dann kommt das da rein. Ich würde gern von oben noch was wegnehmen. Obwohl das Geld, ganz ehrlich, das kann ich die ganze Zeit mitnehmen. Sortieren. Genau, die beiden müssen noch weg. Ach so, den alten Bogen und den Speer, den kann ich eigentlich auch wegtun. Ach, der passt hier nicht mehr rein. Dann tue ich es schief. Dann tue ich Schießpulver runter. Speer nehme ich mal mit, fertig. Dann hole ich mir noch schnell Nahrung. Weil ich wette, davon haben die hier wieder ohne Ende. Entschuldigung. Jupp. Die Hälfte. Und nochmal die Hälfte. Das reicht. Super. So, die habe ich. Ah ne, warte mal. Die habe ich, den Sattel. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt erstmal pennen. Genau, da habe ich nichts. Schlafen. So, als nächstes. Meine Ausrüstung ist nahezu kaputt. Der Basie braucht nicht viel und der braucht noch weniger. Dann hätte ich gerne noch immer... Ja, wenn ich 100 habe, ich 300. Das passt. Das ist ja nur so zum Leveln. So, dann muss ich... Den brauche ich jetzt. Der ist auch wichtig. Der ist unwichtig und die beiden schmeiße ich wieder mit rein. So, und den nehme ich nur mit, weil er den Boost hat. Halt. So, V. Jo, das passt alles. Jetzt brauchen wir als nächstes die Kühlbox, aber die machen wir wann anders. So, und jetzt würde ich gerne wieder hier hin. Da werden wir wahrscheinlich zwar erstmal angegriffen, aber das ist jetzt nicht so wild. Wir können ja ausweichen. Ne, hier ist nichts. Sehr schön. Ah, ist das schön. Okay, wir können eine Aquaknarre. Sonst können wir aber eher weniger. Tauchen geht auch nicht. Level 11. Haben wir das hier schon? Eigentlich, ganz ehrlich. Okay, ich mache hier mit dem Ding keinen Schaden. Eindeutig. Achso, ich kann ja selber schießen, nicht Depp. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, war das knapp. Ich glaube, das war eher ein Bug. Okay, das ist neu. Okay, da ist das. Da ist es. Das müsste das Vieh sein.
Ich habe 77 Pferde. Ach du Scheiße. Okay, jetzt ist es verbuggt. Ich mache wieder 3 Schaden. Das Vieh. Achso, ich kann springen. Okay. Das geht schon. Monument mal. Da, so haben wir mal nicht gewettet. Als ob das schon wieder getroffen hat. Ich wollte gerade eben fragen, kann ich damit eigentlich ausweichen? Auch nur irgendwie? Okay, das hat ja schon mal gar nicht funktioniert. Kann ich damit an Land? Jetzt kann ich ausweichen. Ja, okay. Übrigens, ich weiß, ihr greift nicht gerne an. Es wäre aber schon schön, wenn ihr zumindest etwas angreifen könntet. Danke. Als ob das Ding jetzt flieht. Nicht dein Ernst. Wie weit kann ich denn? Okay, das... ist ja mal voll der Humbug. So. Ganz kurz, du kommst rein. Ja, ja. So. Besser. Als ob der Baum da jetzt mir im Weg gestanden hat. Aber hätte ich gewusst, dass das so einfach geht hier, hätte ich zuerst den gemacht. Ich habe gedacht, der wirklich ist wirklich irgendwo im Wasser, wo ich ihn nicht finde. Okay, ist noch zu weit unwahrscheinlich. Weg. Okay. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich getroffen habe. Ja, okay, da treffe ich auf jeden Fall nicht. Jawohl. Ups. Also besonders stark ist das Vieh nicht. Gerade was die Abwehr angeht. Also eigentlich könnte ich nahezu die ganze Zeit getroffen werden. Was den Angriff angeht. Abwehr ist natürlich immer stark von den Viechern. Ja. Jetzt. Aber es wird vielleicht doch nicht so lange dauern, wie ich dachte.
Das kriege ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nicht sterbe, kriege ich das alles noch in diesem Part hin. Ja, super, da komme ich nicht dran. Ah, jetzt geht doch. Kann ich mir die Zeit vielleicht sparen? Nein. Hat den auch nicht gejuckt. Oh fuck. So, das wird nichts. Als ob du rauskommst und direkt mir so einen scheiß Ball in die Fresse. Ach so, nee, das könnte auch einfach meiner gewesen sein. Uiuiui. Ja, das hat mich jetzt Zeit gekostet. Jetzt respawnt er. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Mal her. Seh dich noch. Ich wollte gerade eben sagen, nur weil ich dich nicht sehe, heißt das nicht, dass du mich. Nur weil du mich nicht siehst, heißt das nicht, dass ich dich nicht sehe. Irgendwas sagt mir auch, dass ich 300 Pfeile jetzt in Auftrag gegeben habe, war irgendwie eine Scheißidee. Aufpassen. So langsam anfangen, das Ding zu fangen. Weil sonst fange ich es nicht mehr. Als ob das jetzt hier oben gespawnt ist. Weil viel fehlt nicht mehr. 72. Ah, einen Schuss kann ich noch. Oh fuck. Ja, danke. Jetzt muss ich eigentlich... Ich verliere ganz schön viel Leben mit dem. Wir haben's. Sehr schön. So. Da haben wir's. Das haben wir gefangen. Bewässerung 3. Sonst nichts. Okay, das einzig Gute... Habe ich vielleicht schon für den einen Sattel? Dann würde ich vielleicht den einfach als Reittier nehmen. Nö. Okay. Brauche ich für die Feuerarmbrust? Ah, da brauche ich die Feuerpfeile. Okay. Nee, darauf habe ich keine Lust. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ist alles... Danach wird das erst wieder hier so ab der Muskete interessant, habe ich das Gefühl. Also jetzt heißt es erstmal nur noch leveln. Ach, hier sind die. Klar. Zum Gleiten. Level 23. Eigentlich wollte ich auf Level 23 fliegen. So langsam. Scheiß auf Gleiten. Die Namen sind übrigens auch sehr schön. Gut.
Dann kannst du erstmal rauskommen. Abbruch. Falschtaste. So. Bob, einfach hier hoch. Noch etwas Munition nehmen wir gerne mit. Warte mal. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Oh, was ist das? Nehme ich mal mit. Ach, ihr interessiert mich doch überhaupt nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Achso, ich muss ja auch noch den Boss machen. Irgendwie habe ich das jetzt verpennt. An den Boss habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ich würde aber tatsächlich ganz gerne... Ups. Ja, passt doch. Noch Level 15 werden. Als ob! Pech gehabt. Wollte dich lediglich fangen. Ja, der Wolf wäre halt... Ah, da ist doch noch einer. Sogar auf Level 10. Also die Dinger greifen auch mich mehr an als den Gegner. Ja, perfekt. Level 15. Sehr gut. Ja, genau das solltest du machen. Du solltest die Statue angreifen. Ganz sicher. So, einmal zurück auf die andere, auf die andere Seite der Insel. Gut. Ungenutzte Statuspunkte. Stimmt, da war ja was. Paldex. Was ist das hier noch? Da, Technologie, stimmt. Ich habe ja auch... So überhaupt... Keine interessante... Joa. Inventar. Wert erhöhen. Leben bestätigen. Danke. Dann werden wir mal die Rüstung erneuern. Okay. Dann werden wir mal dich raustun. Und ich glaube, dich reintun. Du könntest nämlich im Boss hilfreich sein. Mit deinem Leben. So, das haben wir noch. Raus. Okay. Nachladen. Ach, ihr grabt immer so schöne Sachen aus. Ich liebe das. Und hier haben wir noch eins. Dann müsste ich mal was essen. Dup, 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 dup. Sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich den richtigen Wolf mitgenommen? Level 15, ja, wird schon passen. Fällt mir jetzt gerade so ein, weil... Beziehungsweise haben die Tempo? Ganz kurz, ich muss die mal in eine Reihe stellen. 8, 8. Die beiden haben 8. Die haben tatsächlich unterschiedliche Werte. Ich bleib einfach mal bei dem. Geschwindigkeit und Ausdauer wäre halt... Ich habe aber jemanden zu bewässern da. Ach, hier ist noch so eine Dings. Ja, ich glaube, das backt hier etwas. Jetzt geht's. Hm.
Okay. Die machen wir dann mal hier. Machen wir nicht oben rein. Das können wir noch oben rein tun. Dann gucken wir, dass wir den Rest unten rein tun. Jo. Langsam geht mir hier echt der Platz aus. So. Theoretisch können wir direkt weiter in den Dungeon. Es würde mich tatsächlich interessieren. Ah, okay, das steht hier. 10%. Okay, das wären schon 20. Also, es ist nicht ohne. Durch die passive Fähigkeit von... Und bei dem wahrscheinlich auch. Ne, nicht ganz, das sind nur 15. Oder 8. 9, sagen wir mal 19. 18. Ich könnte es auch einfach ausrechnen, ich Depp. Ah ja, dann gehen wir mal in den... Oh, ich... Nee, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar... Noch ein paar Pfeile. Da hilft nichts. Also so 300 wären schon gut, sag ich mal. Wartet kurz. Ich sehe es nämlich schon bei mir über die Tastatur laufen. Ich kenne mich. Gehen wir jetzt aber gleich erstmal Hände waschen. So. Wie viele habe ich? 175. Was machen die eigentlich alle? Ich habe, glaube ich, 3 Handwerker eingestellt. Wo sind die? Jetzt mal ernsthaft, wo sind die? Okay. So, mir fehlt der hier. Der hat aber angeblich irgendwas gemacht. Ich weiß halt nur nicht was. Ich sollte den Futterdruck vielleicht nochmal umstellen. Dass der genau vor die Felder kommt. Oder neben die Felder. So. 9 Stück noch. Und dann gehe ich mir Hände waschen. Schlafen. Und dann gehen wir in den Dungeon. Also in den Turm. Dann haben wir vielleicht sogar das Tutorial abgeschlossen. Wer weiß. So. Ganz kurz. Nur mal ganz kurz was gucken. Vielleicht machen wir das mit dem Dungeon nachher. So, auf jeden Fall jetzt erstmal schlafen.
Und dann speichere ich schnell. Hab nur das irgendwie voll verpennt. Ich habe nur was übersehen. So, zurück zum Titelbildschirm. Zurück zum Titelbildschirm. Ja, wird automatisch. Bin noch da. Super. Okay, nee, dann spielen wir, machen wir ganz kurz zwei, drei Runden Rocket League noch dazwischen. Machen wir danach den Dungeon. So, Spiel beenden. Ja. So, dann einmal hier in die S-Lobby.